الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir haben letzten Dars, den letzten Abschnitt oder vorletzten Abschnitt dieses Kapitels angeschnitten. Das letzte Kapitel. Und zwar die Medizin der Tauba und wie man das Verharren und Festhalten an den Sünden, wie man das lösen kann. Und da haben wir eingangs erwähnt, dass um die Medizin oder die Behandlung einer Sache zu beschreiben, erst einmal natürlich die Krankheit erfasst werden muss. Man muss erstmal die Krankheit begreifen, denn die Medizin ist ja nichts anderes als bedeutet eigentlich, die Ursachen der Krankheit zu beseitigen. Und das Verharren auf den Sünden haben wir zurückgeführt zu zwei Hauptursachen. Zwei Hauptursachen. Erinnert euch noch an die oder nicht? Rafla und Schawad. Na, die Al-Rafla, das Verharren, resultiert aus der Rafla, dieser Unachtsamkeit. Und das zweite ist die Shahwa, das sind die Triebe. Die Triebe oder die Gelüste des Menschen. Und wir haben gesagt, die Rafla muss behandelt werden mit Erkenntnis und die Triebe mit der Geduld. Die Triebe muss man blockieren und bremsen mit der Geduld. Aber natürlich darf man hier etwas nicht missverstehen. Der Islam unterscheidet sich vom zum Beispiel vom Christentum oder von gewissen anderen Religionen, in seiner Position hinsichtlich der Triebe des Menschen. Das habe ich schon mal gesagt, wenn ich mich nicht irre, ganz am Anfang dieser Unterrichtsreihe. Ziel ist es nicht, diese Triebe auszulöschen, wie es in manchen Religionen angestrebt wird. In manchen Religionen wird tatsächlich angestrebt, dass man versucht, diese natürlichen Triebe entweder aufs Minimum zu reduzieren oder man versucht, sie sogar ganz zu unterdrücken, wie es zum Beispiel teilweise auch im Christentum ausgelebt werden soll. Dieses, wie nennen Sie das, Rahbaniyya im Deutschen? Mönchtum. Da gibt es noch ein Wort, das fängt mit Z an, Zölibat oder so. Das ist das, ne? Dass der Mönch sich zurückzieht, ganz abgeschieden, keine Frauen heiratet und derartiges. Aber das ist natürlich nicht möglich. Diese Triebe, haben wir gesagt, dienen gewissen, sie dienen gewissen Zielen oder sie sollen gewisse Ziele verwirklichen. Sie sollen den Mensch als Mensch aufrechterhalten. Daher kann man sie nicht ganz abdrücken. Der Islam möchte diese aber nur zähmen. Er möchte sie zähmen und sie auf eine anständige Art und Weise auf eine anständige Art und Weise dürfen sie natürlich ihren Lauf nehmen. Er kommt dann hier nochmal zur Rafla zurück. Und die Rafla, also diese Unachtsamkeit oder diese seelische Betäubung, er bezeichnet sie als die Hauptursache der Fehltritte des Menschen. Hauptursache der Fehltritte und wie das genau warum das so ist, haben wir im letzten Dars erklärt. Die Ärzte in diesem Fall, wenn wir nämlich von Krankheiten reden, dann benötigen wir Ärzte. Die Ärzte dieser Seelenkrankheiten oder Herzenskrankheiten sind die Ulama, die Gelehrten. Denn es handelt sich hier nicht um eine ich nenne es eine materielle Krankheit, also die auf die Materie bezogen ist, sondern auf die Seele bezogen ist. Und dafür, diejenigen, die diese Krankheiten behandeln, sind die Gelehrten. Aber es gibt hier ein Problem. Dieses Problem haben wir auch schon mal erwähnt, also manches wird wiederholt, dass die meisten von ihnen heute selbst erkrankt sind. Und ein kranker Arzt wird nur schwer seine Patienten behandeln können. Und der Grund, warum sie erkrankt sind, ist die
Liebe zu der Dunya, die Liebe zu dieser Welt, zu der vergänglichen Welt, das Hängen an dieser Welt lässt sie verderben. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt hier, den er auch anspricht, ist, dass die Krankheiten des Herzens viel öfter auftreten als Erkrankungen des Körpers. Oder dass die Krankheit des Herzens schlimmere Folgen hat als die Krankheit des Körpers. Warum das so ist, das beruht auf folgende Ursachen. Die erste Ursache ist, dass der Kranke meist gar nicht weiß, dass er erkrankt ist. Oder er fühlt das gar nicht. Im Gegensatz zu körperlichen Krankheiten, irgendwann äußern sie sich ja. Irgendwann wirst du ihre Symptome fühlen. Die seelischen Krankheiten werden manchmal sogar als ein Zeichen von Gesundheit erkannt von manchen Menschen oder als ein Zeichen von positiven Eigenschaften. Jetzt beispielsweise der Hochmut. Die Hochmut wird von manchen Menschen als eine edle Eigenschaft aufgefasst. Nein. Zweitens, das Ende, der Ausgang dieser Krankheiten, der seelischen Krankheiten, ist nicht erkennbar in der Welt. Der Ausgang seelischer Krankheiten wird in der Welt meistens nicht erkannt, ist nicht sichtbar. Im Gegensatz dazu, die körperlichen Krankheiten, ihre Ausgänge, den schlimmsten Ausgang, den man sich hier vorstellen kann, das ist der Tod des Körpers. Richtig? Das ist der schlimmste und allerhöchste Ausgang, den eine körperliche Krankheit eben mit sich bringen kann. Und das sieht man. Und darum scheut man sich auch vor diesen Krankheiten. Da ist eine gewisse Scheu da. Und daher siehst du auch, sobald jemand die kleinsten Anzeichen einer Krankheit hat, eilt man zu den Ärzten und versucht alles Mögliche, lässt sich Medizin aufschreiben und versucht ein bisschen selbst, Google, recherchiert bei Google und macht alles Mögliche, um irgendwie diese Krankheit zu beseitigen. Man verlässt sich da nicht einfach auf Allah. Also ich meine nicht, dass das Nicht-Behandeln verlassen auf Allah bedeutet, wie es manche denken, dass sich behandeln oder die Behandlung zu unterlassen mit der Begründung, es gehöre zum Vertrauen auf Allah, ist das korrekt? Nein? Nein? Ist korrekt? Dass du dich nicht behandelst und sagst, vertraue auf Allah. Was sagt ihr dahin? Nein. Man ist ja verpflichtet, das Wissen sich anzueignen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es kamen einige Beduinen zu ihm und sie fragten ihn, Ana tadawa ya Rasulullah, sollen wir uns behandeln? Und gesandte Allah, sie sagte, na'am, tadawa. Ja, behandelt euch. Fa'innahu ma min da illa wa anzal Allahu lahu shifa. Es gibt keine Krankheit, für die Allah nicht auch eine Heilung herabgesandt hätte. Wer sie kennt, der kennt sie. Wer sie nicht kennt, der kennt sie nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich selbst behandelt, hat andere Menschen behandelt. Also mit dem, was mit dem Wissen der Medizin, die eben dort vor Ort war. Er hat bei anderen Menschen den Kay angewandt. Den Kay haben wir schon mal darüber gesprochen, ne? Das Verbrennen von bestimmten Stellen am Körper, die Schmerzen verursachen. Das war damals eine typische Behandlung. Die Hijama ist auch eine Form der Behandlung. Ja? Das Aderlassen, wobei das Aderlassen, der Aderlassen in ich glaube, nicht so oft praktiziert wurde bei den Arabern wie die Hijama. Ist das, was der Adalas ist? Es gibt ja die Hijama, da hat man diese Gläschen, mit denen man schröpft. Adalas war, dass man an einer bestimmten Stelle einen kleinen Schnitt gemacht hat und Blut ausgelassen hat. Das nennt man Adalas.
Okay, also das Behandeln ist die Behandlung zu unterlassen mit dem Vorwand, es gehöre zum Vertrauen auf Allah, muss nicht unbedingt sein. Es stellt sich aber eine Frage. Ihr kennt bestimmt den Hadith, den wohl bekannten Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, 70.000 meiner Ummah werden in das Paradies eintreten. Und dann ging er fort in sein Haus. Und die Anwesenden, die das gehört haben, haben angefangen zu diskutieren untereinander. Sie haben sich ausgetauscht, wer diese wohl sein mögen. Da sagten manche, das sind die, die im Islam geboren sind und keinen Polytheismus betrieben haben, also schon von Geburt aus niemals sowas wie Polytheismus gelebt oder praktiziert haben. Und dann sagten manche, das sind vielleicht die Gefährten des Propheten, und sie nannten Sachen. Sie haben sich ausgesprochen. Das zeigt uns auch, dass man über dass das Diskutieren, um etwas herauszufinden über religiöse Angelegenheiten, legitim ist oder nicht. Ist legitim, sonst hätte der Prophet sie gerügt dafür. Er ist aber wieder rausgekommen nach einer Weile und sie waren immer noch dort. Und dann haben sie ihm mitgeteilt, über was sie gesprochen haben. Und dann sagte er Folgendes. Er sagte, Humul ladina la yastarqun. Das sind jene, die keine Ruqya verlangen. Ihr kennt diese Ruqya, ne? Habt ihr schon von Ruqya was gehört? Ar-Ruqya. Das ist das, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen nennt. Naja, vielleicht später nochmal. Humul ladina la yastarqun. Das sind die? Muss nicht sein. Die Ruqya hat nicht unbedingt immer etwas mit den Djinn zu tun. Das sind diejenigen, die keine Ruqya verlangen von jemandem. Tayyib. Und das sind diejenigen, Nummer zwei, wala yaktawun, die den Kay, diese Kay-Behandlung, diese Verbrennung, nicht ausführen. Und das sind die, die nicht pessimistisch sind. Drittens, ich meine mit pessimistisch sein, eine bestimmte Form, an schlechte Omen glauben. Die nicht an schlechte Omen glauben. Schwarze Katze gesehen, einen bestimmten Monat, bestimmte Tage, bestimmte Zeiten als Unglückszeiten zu betrachten, die nicht an Omen, schlechte Omen glauben. Und dann nannte er die Ursache, die Hauptursache, in denen sich diese drei genannten Handlungen wieder vereinigen, also das Nicht-Ausführen davon oder Nicht-Ausleben davon. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Und die auf ihren Herrn vertrauen. Jetzt die Frage, warum ich das hier erwähnt habe. Die Ruqya, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass das Nichtverlangen, also das entnehmen wir aus diesem Hadith, dass das Nichtverlangen von Ruqya eine Eigenschaft des Tawakkul ist, des Vertrauens auf Allah. Jetzt nochmal kurz zurück zu Ruqya. Die Ruqya ist eine Form von nicht-materieller Behandlung, die durch gewisse Da'awat, gewisse Aussprüche aus dem Koran oder Bittgebete praktiziert wird. Das heißt, sie verlangen das von niemandem. Ist denn nicht die Behandlung ebenfalls so? Das heißt, könnte man sagen, in Form eines Analogieschlusses, dass genauso ist es auch mit den Menschen, die nicht von anderen verlangen, sie zu behandeln. Oder gibt es da einen Unterschied? Es gibt einen ganz groben, offensichtlichen Unterschied, warum man das nicht vergleichen kann. Der Grund ist einfach, bei der Ruqya handelt es sich nicht um eine Form von physischer Behandlung. Die Ruqya ist keine physische Behandlung. Da sieht man nichts, da wird nichts getan, also nichts Offensichtliches mit dem Körper des Erkrankten. Und hier wird auch keine bestimmte Medizin aufgeschrieben oder Kräuter, die er zu sich nimmt. Er wird nicht operiert. Das heißt, es passiert auf einer, ich nenne es mal auf einer geistigen Ebene. Und wenn dann eine, nehmen wir mal an, er wird geheilt oder sein Leiden verschwindet. Das kann dann dazu führen, dass er irgendwie dies mit dem
mit dem Menschen in Verbindung bringt, der das gemacht hat, und das könnte dann ein Weg zum Schirk sein. Wobei das bei dieser physischen Behandlung nicht der Fall ist. Die physische Behandlung basiert ganz offensichtlich auf das Prinzip Wirkung und Ursache. Von daher ist das nicht zu vergleichen. Aber dennoch stellt sich die Frage, ist die Behandlung von Krankheiten verpflichtend? Also bist du verpflichtet, dich zu behandeln? Da gibt es in dem konservativen, klassischen Fiqh verschiedene Auffassungen bei den Gelehrten. Manche sind der Auffassung, dass es Mubah ist. Das ist der Madhab der Hanabila. Manche sind der Auffassung, dass es erwünscht ist. Das ist der Madhab der Malikiya. Manche sind der Auffassung, dass es verpflichtend ist. Das haben einige Schafi'i und einige Hanabila gesagt. Interessanterweise ist hier etwas, was die Hanabila erwähnen, nur mal so nebenbei. In der Rechtsschule von Ahmad ibn Hanbal wird erwähnt, ihr wisst ja wahrscheinlich, dass der Mann verpflichtet ist, den Unterhalt seiner Frau bereitzustellen. Der Mann ist verpflichtet, für den Unterhalt seiner Frau aufzukommen. So, das ist eine religiöse Pflicht. Das ist eine Pflicht, die ihm vom islamischen Recht aufgelegt wird. Umgekehrt ist es nicht verpflichtend. Die Frau muss nicht für ihren Mann aufkommen. Das ist eigentlich auch eines der Gründe, ne? Nur mal so nebenbei auch, warum das ist nicht immer so, warum der Anteil des Mannes am Erbe oft mehr ist als der Anteil der Frau. Das ist nicht immer der Fall, Nummer eins. Manchmal sind die Anteile gleich, manchmal hat die Frau mehr Anteil. Aber oft ist es der Fall, dass der Anteil der männlichen Kinder beispielsweise höher ist als der Anteil der weiblichen Kinder. Wie Allah Ta'ala sagt in Bezug auf die Kinder, er sagt, und Allah Ta'ala schreibt euch vor für eure Kinder, لِذَّكَرِي مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ, für den Sohn das Doppelte von dem, was dem Mädchen zukommt. Aber hier ist die Rede von Kindern, von den eigenen Kindern. Deswegen darf man das nicht verallgemeinern, wie es einige machen. Einige, die so Dinge suchen, um den Islam ein bisschen anzufechten oder Kritikpunkte zu äußern. Das ist ein Vers, der handelt hier über die Kinder. Aber es ist in der Islam, man muss sich diese Sache als Ganzes betrachten. Also ich nenne es mal in dem Finanzwesen des Islams als Ganzes betrachten und nicht so reduziert auf diese Thematik. Du musst es im Licht der Kosten oder der Pflichten des Mannes und der Frau betrachten. Der Junge wird seine Ehe selber finanzieren müssen. Richtig? Das Mädchen finanziert nicht ihre Ehe. Der Junge kriegt kein Brautgeld. Die Frau kriegt ein Brautgeld. Der Junge muss sich um seine Eltern sorgen, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, für sich selbst aufzukommen, nicht das Mädchen. Der Junge muss sich um das Mädchen sorgen, wenn sie nicht in der Lage ist, für sich selbst aufzukommen. Der Mann hat später, wenn er verheiratet ist, für die Unterhaltskosten seiner Frau aufzukommen, nicht die Frau für ihren Mann. Also das gibt noch andere Perspektiven. Aber wenn man das dann in diesem Licht betrachtet, ist es dann unfair, dass der Junge das Doppelte bekommt. Er hat auch viel mehr Verantwortung und viel mehr Last zu tragen als das Mädchen. Es wäre ungerecht, ihnen das Gleiche zu geben, wobei die Last auf Seiten des Jungs viel höher ist. Das wäre ungerecht. Was ich aber sagen wollte, die Behandlung, ja, wegen dem, das ist eine Sache, die ich nun mal so nebenbei erwähnen wollte, wegen den Unterhaltskosten der Frau. Was gehört denn zum Unterhalt der Frau? Es gibt natürlich so Dinge, essentielle Dinge, die sind immer fest da. Unterhalt, ein Haus, ein Dach, Nahrungsmittel, Kleidung,
Ja, das sind so die essentiellen Sachen. Die sind immer da. Zu jeder Zeit und zu jedem Ort müssen sie da sein. Aber kann es sein, dass es andere Dinge gibt, die ebenfalls zum Unterhalt gehören? Ich stelle euch eine Frage. Hat die Scharia das detailliert geklärt, was zum Unterhalt gehört? Hat sie nicht. Was ist dann in diesen Fällen zu tun, wo etwas nicht ganz definiert ist? Allah Ta'ala sagt, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ und lebt mit ihnen beisammen, also mit euren Frauen, verkehrt mit ihnen auf einer angemessenen Art und Weise. Was ist angemessen? Zu diesem Vers gehört auch der Unterhalt. Also ihr Unterhalt soll angemessen sein. Was ist jetzt angemessen? Das ist nicht definiert. Wenn etwas nicht definiert ist, heißt es, es akzeptiert Wandel und Veränderung. Es akzeptiert Wandel und Veränderung. Das ist dann von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Land zu Land und Ort zu Ort, Zeit zu Zeit unterschiedlich. Er hat sich anzupassen an das Mittelmaß in seiner Gegend. Jetzt kommen wir zu der Sache, die Hanabila erwähnen. Ich zeige euch zwei Sachen. Die Hanabila sagen, also das war damals in den alten klassischen Büchern noch, dass die medizinische Behandlung der Ehefrau nicht zu den Pflichtunterhaltskosten des Ehemanns gehört. Das heißt, erkrankt sie, auch wenn es eine leichte Krankheit ist, Husten, Erkältung oder irgendwas anderes, ist es nicht die Pflicht des Ehemannes, die Behandlungskosten dafür zu tragen. Aber umgekehrt erwähnen sie, dass es zu den verpflichteten Unterhaltskosten für sie beispielsweise ein Dienstmädchen einzustellen. Also die ihr im Haushalt hilft oder sich um sie kümmert, sie pflegt und derartiges. Worauf beruhen sie denn in dieser Sache? Manchmal erwähnen manche Leute, wenn man über die Madahib redet, hier, dann nimm doch auch das. Das sagen sie ja auch. Wenn man über die Rechtsschulen redet, dann sagen sie hier, gefällt dir das auch? Zum Beispiel dieses Thema. Es ist aber so, dass sie, das war halt, das gehört nicht zu den essentiellen Dingen, aber das ist von der Gesellschaft so geprägt gewesen. Es war eine Gesellschaft nicht so, dass, also es gehörte nicht zu den, Unterhaltskosten, die gesellschaftlich gefordert wurden. Das heißt, es hängt vom Urf ab. Heutzutage gehört es nicht mehr zu den Unterhaltskosten, dass du deiner Frau ein Dienstmädchen bereitstellst. Aber sicherlich gehört es zu den Unterhaltskosten, dass du ihre medizinische Behandlung, die Kosten davon trägst, oder nicht? Davon kann man nicht mal absehen. Das will doch keine Frau akzeptieren. Von daher, das unterliegt dem Urf. Der Urf wird oft als Tradition übersetzt. Ich finde dieses Wort Tradition. Ja, Brauch ist vielleicht besser. Daher gehen wir weiter. Er spricht jetzt hier über, abschließend in diesem Kapitel über ein Thema, und zwar, wie sollte jemand umgehen mit jemandem, der befallen ist von dem Israr, also von dem Verharren auf große Sünden. Weil, wie sollte man mit ihm umgehen? Also umgehen, ich meine, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt ja, wenn Hadith vorkommt, Ad-Din und Nasiha, der Din ist ein aufrichtiger Ratschlag. Wisst ihr, was ein Nasiha eigentlich bedeutet? Dieses Wort, was immer, ich habe es jetzt mal so übersetzt, wie es gängig übersetzt wird, aufrichtiger Ratschlag. Aber das Wort Al-Nasiha bedeutet eigentlich, wie Al-Khattabi rahimahullah sagte, er sagte, Iradatu Khairi lil Ghair. Das ist die Al-Nasiha. Das muss nicht immer ein mündlicher Ratschlag sein, wie man aus diesem Wort Übersetzung versteht. Aufrichtiger Ratschlag, das heißt etwas Mündliches. Aber das Wort Al-Nasiha bedeutet,
Gutes für den anderen zu wollen. Gutes für den anderen zu wollen oder das Beste für den anderen zu wollen. Und guter Ratschlag, diese Übersetzung, finde ich, passt in den Kontext des Hadith gar nicht. Wisst ihr warum? Der Prophet wurde dann gefragt, für wen denn? Also für wen gilt die Nasiha? Guter Ratschlag. Er sagt, Lillah. Für Allah. Was gibst du für einen mündlichen guten Ratschlag an Allah? Für seinen Gesandten. Hier auch wieder die Frage, was für einen mündlichen Ratschlag gibst du dem Gesandten Allahs? Und für die A'imma der Muslime. Und für die Allgemeinheit der Muslime. Und für das Buch Allahs. Alle sind betroffen von der Nasiha. Aber die Nasiha bedeutet hier, das Beste zu wollen für eine Sache. Was heißt dann die Nasiha für das Buch Allahs? Die Nasiha für das Buch Allahs bedeutet dann beispielsweise, dass du möchtest, dass die Menschen daran glauben, dass sie daran halten, dass sie ihn umsetzen, dass sie danach leben. Die Nasiha für die Muslime beinhaltet unter anderem den mündlichen Ratschlag. Die Nasiha für die Muslime beinhaltet es, dass du möchtest, dass sie auf dem richtigen Pfad sind, dass sie ein Leben durchleben, das für sie nützlich sein wird, nicht nachträglich. Jedenfalls aus dieser Hinsicht her, also nehmen wir an, es gibt da jemanden, du möchtest ihm irgendwie daraus helfen. Was machst du? Er sagt, es gibt hier vier Dinge, die man tun kann. Es gibt mehr natürlich, aber er möchte hier nur vier Dinge aufzeigen. Nummer eins, die erste Sache, dass er die Dinge erwähnt oder die Stellen des Korans erwähnt, in denen Allah Ta'ala den Muznibun, den Sündern, gewisse Dinge androht. Oder Texte aus der Sunna und Ähnliches. Zweitens, dass er die Ereignisse erwähnt über die Propheten, die im Koran genannt worden sind, beispielsweise über Adam a.s. dass er wegen seinem, was für Folgen sein Fehltritt hatte. Und andere. Drittens, dass er erwähnt oder ihn daran erinnert, dass die Fehltritte auch schon weltliche, diesseitige Folgen haben können. Denn die meisten Menschen sind in Bezug auf die jenseitigen Folgen, die jenseitigen Folgen nehmen sie meistens eher auf die leichte Schulter. Und die diesseitigen Folgen machen ihnen meistens mehr Angst. Das ist so dieses Materialistische im Menschen, das von den hiesigen materiellen Kulturen noch mehr gestärkt worden ist, dieses Gefühl. Und daher sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in den Hadith, Inna al-abda la yuhram al-rizq bi dhanbin yuhdithu. Es ist durchaus möglich, dass einem Diener etwas von seinem Rizq vorenthalten wird, wegen einer Sünde, die er begeht. Abu Sulaiman al-Darani, ich zitiere nur diese Aussagen, ich möchte mal eure Gedanken dazu hören, was ihr dazu sagt, zu dieser Aussage. Abu Sulaiman al-Darani, in diesem Kontext jetzt, er sagte, keiner verpasst ein Gebet, keinem entgeht ein Gebet, außer wegen einer Sünde. Und der Ihtilam ist eine Strafe. Der Ihtilam, wisst ihr, was der Ihtilam ist? Die Pollution. Der Ihtilam. Der Samenerguss im Schlaf. Schlafzustand. Das ist eine Strafe, sagt er. Ist das, was sagt ihr dazu? Ist das okay? Diese Aussage finde ich ein bisschen seltsam. Und zwar aus unter anderem zwei Gründen. Wie kann das eine Strafe sein, wo doch Allah Ta'ala das als ein Anzeichen für die geschlechtliche Ausreifung des Menschen gemacht hat?
Allah Ta'ala im Koran sagt, und wenn eure Kinder den Hulum erreichen, Al-Hulum ist der Ihtilam. Also wenn das passiert, sind sie geschlechtlich ausgereift, baligh. Ebenfalls wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber oft gefragt. Eine Frau kam zu ihm, Ummu Salama, und fragte ihn darüber. Und er hat ihr gesagt, was zu tun ist, und nicht darüber gesprochen, dass es eine Bestrafung ist für eine Sünde oder derartiges. Die zweite Sache, das Verpassen des Gebetes soll auch, er sagt, das Verpassen des Gebetes, jeder, der ein Gebet verpasst, so ist das die Folge einer Sünde. Auch das ist nicht so ganz akzeptabel. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, in Bukhari Muslim wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der Ghazwatul Khandaq, ihr kennt die, wie nennt man sie, Grubenschlacht, diese Grubenschlacht, Graben oder Gruben? Graben. Grabenschlacht. Kennt ihr die? Von Badr. Danach, das war danach, als die... als sich mehrere Gruppierungen zusammengeschlossen hatten, die Juden, die Mekkaner und andere Stämme und Sippen, die dann nach Medina einmarschiert sind. Und da sie so viele waren, wurde den Muslimen vorgeschlagen von Salman al-Farisi, weil die Perser das gemacht haben und die Araber derartiges noch nicht kannten oder nicht praktiziert haben, dass man um die Stadt herum so einen Groben gräbt. Und das haben sie dann, ich weiß noch, nennt man es Groben oder Graben? Graben? Okay, ein Graben. Das war so ein Graben gräbt. Das haben sie dann gemacht. Deswegen nennt man sie auch Ghazwatul Khandaq. Al-Khandaq ist der Graben. Und sie waren so beschäftigt, sie hatten es eilig, und sie waren beschäftigt damit, diesen Graben fertigzustellen, bevor die anrücken. Und der Prophet, es wird überliefert in manchen Riwayat, dass er an diesem Tag 4 Gebete verpasst hat. 4 Gebete hat er verpasst, weil sie waren alle beschäftigt mit diesem. In der Riwayat, die in Sahihain überliefert wird, ist davon die Rede, dass er ein Gebet verpasste, das Salat al-Asr. Umar radiallahu ta'ala anhu kam und er sagte zum Propheten, ja Rasulullah, ich habe fast das Salat al-Asr verpasst. Er sagte, ich habe es verpasst. Dann hat er sich fortbewegt und hat das Asr erst gebetet und das Salat al-Maghrib. Auch kam es mal vor, dass der Prophet und seine Gruppe, sie waren auf einer Reise und haben irgendwo auf dem Rückweg pausiert. Sie waren erschöpft von der Reise und wollten sich ausruhen zum Schlafen. Und einer von ihnen sollte sie zum Fajr aufwecken. Er musste halt dann beobachten, wann die Morgendämmerung eintritt und sollte sie dann dementsprechend wecken, aber er ist auch eingeschlafen. Also war keiner mehr wach. Und sie sind erst durch die Hitze nach dem Sonnenaufgang irgendwann aufgewacht und haben das Fajr verpasst. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen, dass man alles packt und sich weiter bewegt. Er hat nicht gleich gebetet. Sie haben erstmal das ganze Zeug, ihren Proviant und alles, was sie so hatten, gepackt und sind weitergegangen, haben sich auf einer anderen Stelle niedergelassen und dort dann das Salat al-Fajr nachgeholt. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier Gebete verpasst, wegen einer Sünde. Also das heißt, diese Aussage, ich finde sie persönlich nicht so ganz. Man muss auch eine Sache erwähnen. Nicht jede einzelne Aussage des Salaf muss immer richtig sein. Wenn ein Einzelner des Salaf etwas aussagt, muss das nicht richtig sein. Wird auf die Waagschale gelegt. Aber wenn sie als Gesamtheit etwas sagen, also im Sinne eines Konsenses unter ihnen, dann ist es sicherlich, gibt es kein, ist diese Aussage ein Argument, ein Hujja. Danach erwähnt er ein Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Zuvor aber noch mal eine kleine andere Sache. Das mit wegen dem Gebet hier nochmal, das Verpassen eines Gebetes. Es kann eine Form von
Bestrafung sein, aber es muss nicht, damit man mich nicht falsch versteht. Denn wir haben schon mal erwähnt, dass es gehört zur Strafe einer Sünde, dass ihr eine weitere folgt. Und es gehört zur Belohnung einer guten Tat, dass ihr eine weitere folgt, dass dir das leicht gemacht wird. Das heißt, es ist wie so ein Kreis. Bei den Sünden nennen wir es Teufelskreis. Die Aussage von ihm hier suggeriert auch, das Unheil, das den Menschen trifft, ist das auch eine Form von Bestrafung? Sag. Ja, lass uns mal hier zwei Stellen aus dem Koran anhören. Allah Ta'ala sagt, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Und was auch immer euch an Unheil trifft, so ist es etwas, was eure Hände bewirkt haben. Und er lässt vieles durchgehen, also er vergibt vieles. Allah Ta'ala sagt an einer anderen Stelle, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Übel, Unheil hat sich auf Land und auf Meer offenbart, wegen dem, was die Menschen angestiftet haben oder angestellt haben. Diese Verse vermitteln doch, dass das eine Form von von Bestrafung ist, oder nicht? Aber das muss auch nicht immer sein. Das verstehen wir unter anderem, wenn wir zum Beispiel die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam hinzunehmen, in der er sagte, die Menschen, die am meisten heimgesucht werden, am meisten, also von, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Unheil, getroffen werden, das sind die Propheten. فَالْأَمْثَلُ وَالْأَمْثَلُ. Und dann immer diejenigen, die ihnen näher stehen, also die ihnen ähnlicher sind. Umso ähnlicher man dem Propheten ist, umso ähnlicher wird man von diesem, in Anführungsstrichen, Unheil getroffen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, er sagte, es trifft den Mu'min kein Unheil, Krankheit oder Erschöpfung. Selbst ein Dorn, der ihn trifft, außer dass es sich hierbei um eine Sühne handle oder damit seine Rangstufen erhöht werden. Das heißt, wir entnehmen hieraus, wenn man diese ganzen Texte und andere zusammennimmt, dass das in Anführungsstrichen Unheil entweder eine Strafe ist oder es ist eine Prüfung. Eine Prüfung, mit der der Mensch geprüft wird. Oder es ist eine Rangerhöhung des Menschen. Oder eine Tilgung und Sühne für seine Sünden. Es ist eins von diesen drei oder vier Dingen. Woher weiß man, wo man gerade steht? Ob das nun eine möglicherweise eine Strafe ist oder ob es eine Prüfung ist oder ob es eine Tilgung der Sünden ist. Woran misst man das? Natürlich kann man das nie zu 100% sagen. Aber man kann es am allgemeinen Zustand des Menschen messen. Wenn er grundsätzlich ein tüchtiges Leben lebt, grundsätzlich lebt, wie er leben soll, und ihn dann derartiges trifft, dann geht man davon aus, dass es entweder eine Prüfung ist, um sein wirkliches Inneres herauszuholen. Denn meistens äußert sich das Innere des Menschen, sein wirklicher Zustand, nicht das Vorgeheuchelte, dann, wenn er heimgesucht wird.
und geprüft wird. Deswegen sagt Allah Ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Und es gibt Menschen, die Allah so am Rande dienen. Harf heißt Rand. Der ist so am Rand, der läuft ja am Rand. Was heißt das? Er sagt, فَإِذَا أَصَابَتُ, wenn ihn dann etwas, wenn ihn Unheil trifft, انقلب على عقبيه, dann dreht er wieder um auf seine Fersen. Nur am Rande, also solange es ihm gut geht, ist er da, auf dem Boot. Und solange ihm wegen seiner Religion, wegen dem Dien etwas zustößt, springt er wieder runter vom Boot. Wie gesagt, es ist der allgemeine Zustand des Menschen, der uns vermuten lässt, wo wir das zuordnen. Selbst wenn es aber eine Strafe ist, ist es etwas Gutes für ihn. Warum? Selbst wenn wir davon ausgehen, dass es eine Strafe ist, die ihn wegen seiner Sünde trifft, sagen wir, dass es etwas Gutes für ihn ist. Ja, weil die Strafe in der Dunya geringer ist als im Akhirat. Das ist ein Aspekt, ja. Das ist ein Aspekt. Es ist besser, dass du für dein Fehlgehen auf der Dunya bestraft wirst, als dass du in der Akhirat bestraft wirst. Die zweite Sache: Oft ist es so, dass Menschen sich besinnen, wenn es ihnen nicht mal so gut geht. Aber wenn sie im Luxus leben, ein in Anführungsstrichen fröhliches Leben haben, im Prunkleben, alles haben, da werden sie meistens, versäumen sie viel, werden überhochmütig, schieben ihre Pflichten auf. Aber erst wenn er heimgesucht wird von einer Prüfung, von Unheil, lässt er sich meistens besinnen. Deswegen sagt Allah Ta'ala auch in diesem Vers, ظهر الفساد في البر والبحر, übel, Unheil hat sich auf Erde und auf Land und auf Meer gezeigt, wegen dem, was die Menschen angerichtet haben. Dann sagt er am Ende des Verses, لعلهم يرجعون, auf dass sie vielleicht umkehren mögen. Und wenn er dann dadurch durch dieses Unheil umkehrt, dann war es viel besser für ihn, als dass er das nicht durchmachen müsste, durchleben müsste. طيب, jetzt zu dem Hadith zurück, der Hadith von Abu Huraira, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Mu'min eine Sünde begeht, lässt diese Sünde einen schwarzen Abdruck auf seinem Herzen. Einen schwarzen Fleck auf seinem Herzen. Es gibt so dumme Leute, es gab wirklich dumme Leute manchmal, die verstehen nicht den Sinn dieser Texte. Da gab es mal einen, er wollte zeigen, dass die Ahadith nicht stimmen. Und dann sagte er, ihr kennt bestimmt einen Hadith, in dem der Prophet sallallahu sagte, der Mu'min ist aus einem Magen und der Kafir ist aus sieben. Was versteht ihr eigentlich darunter? Also jeder, der den Hadith hört, sollte eigentlich ganz klar verstehen, was damit gemeint ist. Dass es etwas Symbolisches ist. Oder? Man versteht darin, dass der Kafir wegen und durchaus maßlos sein kann. Der Mu'min ihn hält, sollte sein Iman aber davon abhalten, maßlos zu leben. Da sagt er so, dieser Hadith ist falsch, denn alle Menschen, auch die Kuffar, haben nur einen Magen. Hier jetzt in diesem Hadith kannst du jemand sagen, hier, wir haben den schlimmsten Sünder, wir haben sein Herz aufgemacht, da ist aber kein schwarzer Fleck drauf. Das ist natürlich nicht gemeint, das ist symbolisch. Das ist etwas Symbolisches, etwas Metaphorisches. Gibt es metaphorische Ausdrücke im Koran? Sicherlich gibt es die. Und es ist, also diese Behauptung, dass es keine metaphorische, oder die Metaphorik im Koran nicht gibt, das ist eine Aussage, die gibt es. Sie steht aber im Widerspruch zu, zu Hunderten von Sprachgelehrten, von Tafsir-Gelehrten,
Und diese Aussage ist eigentlich eher zu einigen späteren zuzuordnen, wie zum Beispiel Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ist der Auffassung, dass es keine Metaphorik im Koran gibt. Überhaupt nicht. Weder also in den Nameneigenschaften Allah Ta'ala ist es sowieso ausgeschlossen bei den Gelehrten der Ahl Sunnah. Aber er sagt überhaupt nicht, also auch nicht anderen Dingen. Ja, zum Beispiel die Aussage Allahs, was'alil qarya, und frage das Dorf. Das Dorf, das Wort qarya in der arabischen Sprache, steht für die Gebäude, für den Ort, für den Boden, für die Landschaft. Frag das Dorf. Aber du fragst ja nicht das Dorf selbst. Du fragst nicht die Gebäude dort. Das ist metaphorisch. Gemeint ist, is al-ahl al-qarya. Frag die Leute des Dorfes, die Bewohner des Dorfes. Das ist metaphorisch. Ja. Oder beispielsweise, naja, es gibt viele Beispiele für den Al-Majaz im Koran, aber die komplette Ablehnung davon, auch in der Sunna, das ist recht fremd. Er sagte, wenn der Mu'min eine Sünde begeht, lässt das einen schwarzen Abdruck auf seinem Herzen. Wenn er dies bereut und um Vergebung bittet, wird dieser wieder entfernt, wird sein Herz wieder bereinigt. Und dieser schwarze Fleck oder dieser Abdruck, den die Sünde auf seiner Seele ablässt, das ist die Aussage, das ist die Ablagerung, Arran, die Allah Ta'ala im Koran erwähnt, in der Surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nein, vielmehr hat sich das, was sie zu tun pflegten, auf ihren Herzen abgelagert oder angesetzt. So, das vierte, Punkt 4, was man tun sollte, er sagt, man sollte unter anderem die Strafen, die spezifischen einzelnen Strafen erwähnen, die in Bezug auf bestimmte spezifische Sünden genannt werden oder worden sind, wie zum Beispiel das Trinken von Berauschendem oder das Zunehmen von Berauschendem und die Unzucht, der Sina, das Morden, Hochmut, Hasad, Al-Riba. Ich präferiere es nicht, Alkohol zu sagen beim Khamr. Wenn in die Rede von dem Wort Khamr ist, nicht als Alkohol zu übersetzen. Und unter anderem oder als Wein. Einfach aus folgendem Grund, weil es suggeriert, und das ist leider so bei vielen Menschen, es suggeriert, dass alles, was auch nur den geringsten Anteil an Alkohol hat, dass es verboten ist, zum Khamr gehört. Und dass es unrein ist. Allah Ta'ala redet davon, dass der Khamr unrein ist. Oder? Innama al-Khamru wal-Maisiru wal-Azlamu rijisun min amali shaytani fajtanibu. Wahrlich, der Khamr, der Alkohol, das Glücksspiel und die Aslam, die Glückslose, sind unrein. Vom Werk des Satans, also meidet es. Im Koran ist nicht die Rede vom Alkohol, was man im Arabischen Alkohol nennt. Im Koran ist die Rede vom Khamr. Al-Khamr sind jene Getränke, die in kleinen sowie in großen Mengen zum Rausch des Menschen führen können. Es gibt aber Dinge, die haben Alkohol, die enthalten Alkohol in so geringen Mengen, dass du es in natürlichen Mengen gar nicht zu dir nehmen kannst. Ja? Und erst gar nicht damit zum Rausch kommst. In natürlichen Mengen. Du kommst damit gar nicht zum Rausch in natürlichen Mengen. Es gibt beispielsweise, was haben wir denn da? Beispielsweise gibt es gewisse Torten. Ja? Torte. Da ist ein, ich meine jetzt nicht die Torten, wo gewisse spezifische Formen von Alkohol drauf gegossen werden, um diesem Ganzen nochmal so einen Feinabstrich zu geben, sondern Alkohol, der zum Beispiel wie in manchen Medikamenten als Lösungsmittel oder so verwendet wird. Diese Torte,
die jetzt so ein minimal an Alkohol hat, kannst du damit, dadurch zum Rausch kommen? Hm? Du wirst damit niemals zum Rausch kommen. Und dieses Minimum an Alkohol haben auch natürliche Dinge, die wir zu uns nehmen. Banane, dein Brot, das du isst, der Hefeteig, den du zu dir nimmst, hat so ein Minimum an Alkohol. Du kannst damit niemals zum Rausch kommen, auch wenn du ein bisschen. Entweder wird das, weil es so gering ist, wird das so schnell abgebaut, oder du müsstest wirklich Unmengen davon zu dir nehmen, aber du würdest wahrscheinlich schon vorher an anderen Dingen zugrunde gehen als an dem Alkohol. Von daher ist die Rede hier vom Khamr im Koran und nicht vom Alkohol. Und der Khamr ist alles, was berauscht. Also alles, was in kleineren sowie größeren Mengen berauschen kann. Das ist auch ein Beispiel. Auch was berauscht und keine Getränke sind. Wie bitte? Auch was berauscht und keine Getränke sind. Ja, ja. Haschisch beispielsweise nennt man Khamr. Na. Gut, dann schließt er die Sache nochmal ab mit einem Aspekt, der eigentlich recht wichtig ist. Und zwar sagt er, du als Ratgeber, wenn du zu Rat gezogen wirst oder jemanden irgendwie helfen möchtest, solltest auch wissen, wie man die Krankheit behandelt, wie man da angeht. Und dass die Medizin immer anders aussehen kann. Sie muss nicht immer gleich sein. Und er gibt dafür zwei Beispiele an. Ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, Ausini, gib mir einen Ratschlag. Und da sagte er zu ihm, la taghdab, erzürne nicht, sei nicht zornig. Er sagte, er hat wahrscheinlich nicht so verstanden, er wollte was anderes hören, was wohl Besseres, etwas Nützlicheres. Nach seiner Meinung. Und dann sagt der Prophet sagte zu ihm wieder, la taghdab, sei nicht zornig. In diesem Moment war er sicherlich nicht zornig. Er ist ja gekommen, um einen Ratschlag anzuhören, sich beratschlagen zu lassen. Und er dachte nun, das hat ihm nicht gereicht, dann fragte er ein drittes Mal, gib mir einen weiteren Ratschlag. Und er sagte das dritte Mal wieder, sei nicht zornig. Tayyib. Ein anderer Mann kommt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragt ihn dieselbe Frage. Er sagt, gib mir einen Ratschlag. Und dann sagt der Prophet zu ihm etwas ganz anderes. Er sagte, عليك باليأس مما في أيدي الناس. Halte dich zurück von dem, was in den Händen der Menschen ist. Also sei nicht gierig danach. Strebe nicht danach. Wir sehen auch manchmal, dass der Prophet in anderen Fragen, wenn er gefragt wird, was ist die beste Handlung? Was ist das Beste, was man tun kann? Da gibt es keine absolute Antwort. Er hat jedes Mal anders geantwortet. Den einem sagt er das Gebet zu seinen Zeiten. Und der gütige Umgang mit den Eltern. Den einem sagt er das Gedenken an Allah. Immer verschiedene Antworten. Er hat nämlich die Zustände der Fragenden bei der Beantwortung dieser Fragen mit berücksichtigt. Hier bei dem, zu dem er sagte, sei nicht zornig, hat er wahrscheinlich gesehen, dass dies ein aggressiver, ein schnell zorniger Mensch ist. Und hat ihn genau auf seine Schwachstelle hingewiesen, um diese Lücke zu schließen. Bei dem anderen hat er gesehen, dass er Gier in sich trägt. Womöglicherweise hat er Anzeichen der Gier bei ihm gesehen. Und dass diese ihn dazu verleiten könnte, sich an das Hab und Gut der Menschen ranzumachen. Oder ist auch nur in Form von Bettlerei oder unnötiges Fragen und Bitten. Daher sollte man dies mit berücksichtigen beim Umgang mit den Menschen, jeden Menschen individuell als ein Individuum betrachten und dementsprechend auch mit ihm umgehen. Damit wären wir mit diesem Kapitel fertig und im nächsten Dars, inshallah, beginnen wir mit dem Kapitel
mit dem Kapitel über die Geduld und die Dankbarkeit. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.